m'appelle Saliu. Ich heiße Saliu Wagedumsa. Ich bin ein Künstler, ein Troubadour auf der Suche nach Hoffnung, auf der Suche nach Sinn. Ich möchte euch die Geschichte meiner Familie erzählen. Einer Familie aus einem kleinen Fischerdorf im Senegal. Es heißt Niodor und gehört zu den Inseln von Sayoum. Unsere Geschichte ist die der Niaminka, der Menschen vom Meer. Mein Onkel Aladji Sekondiaye hat in seiner Jugend in Europa als Gastarbeiter gelebt. Er hat in der großen Autoindustrie gearbeitet. Mein Cousin Aladji lebt in Spanien. Damals ist er mit der Pirogue fort, blieb aber immer ein Illegaler und Fremder. Er hatte einen riesigen Traum, für den er seine Frau und seine Familie verlassen musste. Für Saraba. Sein jüngerer Bruder Soleil wartet, bis er an der Reihe ist. Ähnlich wie dieses alte Boot, das dem Wogen widersteht, sucht Soleil seinen Weg, einen Weg voller Hindernisse. Ich bewundere Soleils Entschlossenheit. Schon seit langem lebt, isst und schläft er mit seinem Traum. In seinem Zimmer hat er in die Wand das Wort Valencia gekritzelt. In Niodor hat jeder einen Sohn, einen Bruder oder Cousin verloren. Und alle starben sie im Atlantischen Ozean, auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume. Aladji hat seit 10 Jahren keine Arbeitserlaubnis. Seine Suche nach Geld und Anerkennung verkehrt sich in eine Suche in das eigene Selbst, wird zur letzten Rettung vor Isolation und Einsamkeit. Den Früchten von Schweiß und Mühe der Arbeitsnomaden begegne ich überall auf der Insel. Neue Häuser, Schulen und Moscheen. Der Meeresbrandung zu trotzen, war für die Jungs immer eine Prüfung der Natur. Wer es schafft, gilt als Sieger. Und jene, die es nicht schaffen, wollen nicht Versager bleiben. Sie haben ein Recht auf einen neuen Versuch.